Natürlich, ich hatte Ängste, ich hatte Sorgen, ich war auch ein Stück verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war mitten in der Ausbildung noch im letzten Lehrjahr. Da hat jemand Durst aufgenommen. Ist auch genau das Gleiche. Nee, den brauche ich nur einmal so hochziehen, dann ist er zusammengeklappt. Sophie hat mir einfach auch gezeigt, weil sie so aktiv im Bauch war, sie will leben und sie darf auch leben. Also das kam auch sofort, dieses, wenn ich mich dagegen entscheide, dann wäre es quasi, hätte ich Sophia als Totgeburt kriegen müssen quasi. Also, aber das, nee, darüber wollte ich auch gar nicht nachdenken und, nee. Es sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Wie alt bin ich? Wie stabil ist meine Beziehung? Wie viele Kinder habe ich schon vorher bekommen, die auch ihre Aufmerksamkeit brauchen? Ich sage ganz gern meinen Patienten auch, dass das einfach sie für sich den Weg finden müssen, wie es für sie am einfachsten ist. Oh ja, auf dem Boden, pass auf, die krabbelt da, ne? Ich stelle mir einfach die Frage, warum? Wenn jetzt auch noch dieser Test bezahlt wird, werden einfach diese Kinder überhaupt nicht mehr zur Welt kommen. Also, obwohl es eigentlich verdammt glückliche Kinder sind und die sehr viel Freude ausstrahlen und einem auch viel wiedergeben. Was denn? Was ist Mama? Mama. Ja.